Herr Jatzombe, gestern fand eine Sondersitzung der Fraktion statt. Warum? Ja, die Frage, die von den Franzosen uns herangetragen worden ist, ist die Bitte zur Unterstützung bei ihrem Einsatz in Syrien. Und ich kann da klar sagen, ich bin da schon skeptisch. Und ich glaube, wenn man zurückblickt auf die letzten 10 Jahre, dann sind die militärischen Operationen vielleicht eher Teil des Problems als Teil der Lösung gewesen. Und deshalb, glaube ich, müssen wir sehr gut überlegen, was wir da tun. Auf der anderen Seite ist natürlich Solidarität zu Frankreich sehr wichtig. Und die können wir da auch nicht alleine lassen. Und ich glaube, es ist auch gut und wichtig, dass man in der Europäischen Union enger zusammenrückt. Aber und das habe ich gestern in der Fraktion auch gesagt, es ist jetzt wichtig, dass man für das Thema IS und Syrien auch eine Gesamtstrategie definiert. Und das Verteidigen von einem französischen Flugzeugträger kann höchstens eine Komponente innerhalb dessen sein. Und das werden wir in der nächsten Woche weiter diskutieren. Und in dieser Woche wurde ja der Haushalt 2016 beraten. Genau, es ist jetzt der 3. Haushalt von Wolfgang Schäuble ohne neue Schulden und das ist, glaube ich, eine große Leistung auch dieser Koalition. Zuvor hat es 45 Jahre lang immer nur Schuldenhaushalte gegeben. Der letzte Finanzminister, der eine schwarze Eins sozusagen unter dem Strich hatte, das war Franz Josef Strauß. Und wir schaffen das auch in Angesicht der ganzen Herausforderungen, die wir haben. Und wir haben trotzdem auch noch ein großes Investitionspaket geschnürt. Und für Sie als Verkehrspolitiker ist eben der Verkehrshaushalt auch ein wichtiger Punkt. Ganz genau. Und wir haben insgesamt ja ein Sonderinvestitionsprogramm von 10 Milliarden Euro. Davon entfällt sehr viel auf den Verkehrsbereich, was jetzt auch kassenwirksam wird. Wir haben, und Alexander Dobrindt ist ja auch Minister für die digitale Infrastruktur, erstmals jetzt auch mit knapp 3 Milliarden Euro ein Programm für den Breitbandausbau in Deutschland, was in manchen ländlichen Regionen ein extrem großes Problem ist, denn da, wo sie keine Breitbandverbindungen haben, verschwinden die Familien, die Dörfer sterben aus. Den Trend müssen wir stoppen. Also es sind wirklich große Investitionsmittel da. Das ist sehr erfreulich. Und die Flüchtlingspolitik wurde ja auch noch im Haushalt berücksichtigt. Wie denn? Wir haben jetzt noch mal knapp 8 Milliarden für das Flüchtlingsthema eingestellt. Und das schaffen wir, indem wir halt eben jetzt nicht immer wieder neue Ideen entwickeln, neue Projekte machen, sondern einfach auch gespart haben über die letzten Jahre und die Reserven, die da sind, genau dafür zur Verfügung stellen. Und das bedeutet auch, dass jede Kommune pro Flüchtling 670 Euro bekommt. Ganz wichtig, nicht der Flüchtling bekommt das Geld, sondern die Kommune. Und das entspricht im Durchschnitt exakt den Kosten, die die Kommunen mit ihren Flüchtlingen haben, sodass wir die Kosten vollständig übernehmen. Und der Bundesfinanzminister war ja letzte Woche in Düsseldorf und hat da auch noch mal klar gesagt, er habe auch angeboten, man könne das auch spitz abrechnen gegenüber den Ländern. Das heißt also, alle tatsächlichen Kosten wirklich abrechnen. Und da war es der Wunsch der Länder, eben diese Pauschale zu haben, weil sie auch glauben, dass jetzt aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahl die Kosten pro Flüchtling niedriger werden und insofern der Bund sogar mehr leistet, als die tatsächlichen Aufwendungen sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal, dass wir auch in Düsseldorf auf nichts verzichten müssen, sondern der Bund die Kosten für die Flüchtlinge übernimmt. Und da muss ich natürlich das Land entsprechend auch daran beteiligen, was diese Gelder durchleiten muss aufgrund des Grundgesetzes und bei der ersten Tranche da etwas, sagen wir, klebrige Finger hatte und teilgenommen hat, um sich selber zu sanieren. Das Geld ist ganz klar für die Kommunen. Und am Ende dürfen wir Ihnen ja noch gratulieren. Sie sind stellvertretender Vorsitzender in der CDU Bergisches Land geworden. Ja, vielen Dank. Und wir hatten einen guten Parteitag der CDU im Bergischen Land. Düsseldorf hat jetzt ein neues Team in diesem Vorstand. Herbert Reul als Vorsitzender wurde wiedergewählt. Ich bin jetzt einer von 4 stellvertretenden Vorsitzenden. Kerstin Terhardt ist jetzt auch neu als Beisitzerin in den Vorstand für unseren Kreisverband eingezogen. Und ich denke, da können wir sehr mit zufrieden sein. Dieses Wochenende wird weitergearbeitet. Heute Abend tagt der Kreisvorstand. Wir werden über neue Arbeitsgruppen reden. Wir werden zum Thema Start-ups auch in Düsseldorf eine starke Initiative gründen. Und wir werden auch den Haushalt fürs nächste Jahr beschließen und die Terminplanung machen. Ja, vielen Dank.